Hallo, willkommen zum Easter Hack 18 Infrastruktur Review, wo es so ein bisschen ein paar Statistiken gibt über diese Veranstaltungen von der Infrastruktur. So die dreckigen Details für diese Veranstaltung gibt es dann nachher auf der Abschlussveranstaltung. Aber ich glaube, die Teams hier haben auch ein paar lustige Details. Und wir fangen. Oh, jetzt ist gerade wieder das Bild weg. Wackel, wackel, wackel. Dauert ein bisschen. Na, die Leute, die nur VGA nehmen, Notebook haben. Ja, altes gutes VGA heißt mittlerweile HDMI oder so, habe ich gehört. Gut. Na egal, wir wollten eh gerade switchen. Ich würde nämlich jetzt einfach weiterreichen an das NOC. Jetzt, Have you tried turning it off das and ist so on ein again? leuchtender Knopf, da muss man drauf drücken. Nein, nicht der unten, der oben. Was? Der andere, der. Das ist Mute. Ah, aha. Knock, knock. Who's there? Knock. Haben wir denn mal irgendwie unsere Slides? Wo ist der Mann mit den Slides? Das passiert übrigens, wenn ihr mit einem aktiven Wandler VGA auf HDMI wandelt. Ja, aber jetzt ist er hier. Ah, Nein, jetzt jetzt, ist HDMI direkt. Jetzt ist HDMI direkt. Ah, Technik, die begeistert. Oh, unsere Folien. Ja. Und, oh. Wow, wir sehen sie sogar selber. Ich mache dir Also, den Klicker an. ein Klicker. Ja. Cool. Jetzt, ja. Piu, 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 piu. Okay. So, Nokia Review. Ja, was haben wir zu sagen? Planung können wir. Also theoretisch. Mein Zeitplan, den ich geschrieben habe, war wundervoll. Es fing schon mit der Ankunft an, dass ich eine Stunde zu spät hier war. Ja. So, als nächstes dann mal zu unserem Netzwerk und der Hardware. Whitman? Ja, also wir hatten wieder einen schönen Uplink. Das war auch ein bisschen sehr last minute, weil wir auch in der Veranstaltung umgezogen sind. Das heißt, wir mussten erst mal gucken, so am neuen Ort, wer kann uns da was liefern. Zum Glück haben wir mittlerweile gute Kontakte zur Telekom und haben relativ kurzfristig 10 Gigabit bekommen. Da sind wir sehr dankbar dafür. Das war recht lustig, weil man müsste nämlich, wir wollten ursprünglich übers DFN gehen. Allerdings hätten wir dazu eine Glasfaser uns mieten müssen, quer Von durch die der Uni. Stadt. Von der Uni hierher. Diese Glasfaser hätte monatlich einen Betrag gekostet, dann hätten wir noch eine Einrichtungsgebühr bezahlt, wir hätten sie für 3 Monate mieten müssen, wie es halt so ist. Wir können auch gerne das ganze Event 3 Monate machen, ich habe da kein Problem mit. Und das Ganze hätte irgendwie so an die 16.000, 20.000 Euro gekostet. Da sagt die Orga sagte nein. Ja, genau, da haben wir Orga gefragt, Orga sagte nein und dann kam raus, ja, wem gehört denn die Glasfaser, die hier überhaupt reinläuft, die wir mieten würden? Ja, die gehört der DTAG. Können wir auch direkt über die DTAG online gehen, also. Ja. Ja, wir hatten nette Hardware. An der Stelle auch wieder vielen Dank an Juniper. Die haben uns was Kleines, Süßes ausgeliehen, der 104. Der Hendrik Zweimal. hat noch ein bisschen was aus seinem Fundus mitgebracht. Die ganze WLAN-Hardware quasi. Man muss sagen, Juniper hat die uns zweimal geschickt. Es hätte ja sein können, dass eine Date on Arrival ist. Von daher. Ja, das ist sehr viel, der Systems Engineer, der das geschickt hat, oder der Mensch, wir kennen seine Jobbezeichnung nicht und der Mensch, der es uns geschickt hat, hat anscheinend sehr viel Vertrauen in seine Produkte, die er da verkauft. Hier, nimm lieber 2-1, könnte kaputt sein. Ja, insgesamt haben wir jetzt hier im Laufe der Veranstaltung 27 WLAN-Access Points verbaut, die euch irgendwie mit WLAN versorgt haben oder mit Kabeln in Bildern. So wie das da ist. Ja, der Prof guckte etwas komisch, als ich dann hier durch die Reihen krabbelte, so während seines Talks. Genau, und wir haben wieder Leihhardware von Event Infra geholt. Das ist ein niederländische Gruppe an Jungs, die haben super viel Hardware und die haben uns auch wieder was zur Verfügung gestellt, netterweise. Ja, und ganz viel anderen Kleinkram, so irgendwie, der halt noch auf Lager war. Optiken und puh. Ja, was haben wir an Traffic gemacht? Ihr habt Incoming 28,5 Terabyte runtergeladen. Davon waren knappe 12% IPv6-Traffic. Da geht noch mehr. Wir sind sehr enttäuscht. Outgoing 20,4 Terabyte. Da war noch weniger V6. Da geht noch viel, viel mehr. Ja, Durchschnittswerte auf die Veranstaltung 1,2 Gig Incoming, 0,78 Out.
ist jetzt vom ersten Tag fehlt ein bisschen was, weil bis das Monitoring lief und so, das hat noch ein bisschen gedauert. Ja, im Peak habt ihr 2,46 Giga Incoming gehabt und 1,57 Outgoing. Das ist, also es hat sich schon gelohnt, dass wir 10G und nicht 1G genommen haben. Ja. Da ist aber noch Luft, das, ne? Also deswegen. Da ist auf jeden Fall noch Luft, das kann noch besser saturieren. Wir hatten schon Angst, dass wir die Pixelflut Remote Black holen müssen. Ja, also dass wir sie nicht nur sozusagen bei uns am Border Router droppen, sondern dass wir sozusagen die im Telekom-Netz droppen lassen müssen. Weil dann haben wir das Problem nicht. Aber irgendwie glücklicherweise hat das SafeNet nicht mitbekommen, dass hier eine Pixelflut läuft. Sonst wären die wieder mit ihren VMs angekommen und dann hätten sie wieder Amazon leer gekauft. Ich spreche von einer GPN, wo die 10G Pixelflut auf einmal mit 12G von extern beballert wurde. Ja, im WLAN war zumindest vor ungefähr einer Stunde, habe ich das mal durchgerechnet, 1024 Unique Devices connected. Natürlich auch Ritz. Das klingt sehr rund, ich weiß. Hast du die Advanced Statistics Lizenz gekauft oder war es einfach nur ein Overflow? Nein, es war wirklich, die richtige Zahl. Natürlich fehlen auch wieder die Daten von den ersten Tagen, also die paar Handys von ein paar Securities, die vielleicht jetzt nicht mehr da sind und damals da waren, sind dann noch nicht mit reingerechnet. Nicht mal einen Terabyte habt ihr übers WLAN gezogen, also Daten insgesamt in und out, also nicht so schön. Also da geht mehr, aber ich zumindest nach meinen bunten Linien hat es funktioniert. Ich weiß nicht, wie das mit euren bunten Linien war. Wir haben keine Notizen. Nee, ist gut. Ja, okay. Also wir haben bunte Linien. Ja, wer sich wundert, die Lücke ist der Ort, wo ich das Monitoring umgestellt habe und dann gab es da andere Label-Values im Prometheus und deswegen hat das hier vorne andere Farben. Das war halt so quick and dirty am 31. irgendwie aufgesetzt. Jetzt ist genau, Kunst. Das ist Kunst, das muss so. Ja. Es ist übrigens, wenn ihr euch irgendwo einen VM-Host ausleiht und mit einem Riesenhaufen an Ansible-Rollen, guckt vorher drauf. Nicht, dass ihr da steht und dieses Ding hat 6 Netzwerk-Interfaces, aber ihr wisst nicht jetzt, wo war jetzt welche Bridge drauf und ihr habt den Login vergessen. Er stand dann, glaube ich, doch im Wiki, oder? Nee, ich habe einfach irgendwie alte Passwörter ausprobiert und irgendwann war ich eingeloggt und habe alles umkonfiguriert. Das ist ganz gut, wir haben den auf der GPN eingesetzt, deswegen. Ja, wo wir dann wieder bei Lesson Learned sind, wenn ihr Peering-Dokumente von eurem Uplink-Provider bekommt, lest sie. Ja. Das hat sich nämlich rausgestellt, dass wir dann, nachdem wir dann endlich das geschafft hatten, dann das Layer 2 überhaupt hinzukriegen, weil wir mussten über einen Medienkonverter gehen, weil die Telekom kommt mit Single-Mode-Glasfaser hier rein und die Inhouse-Verkabelung ist Multimode. Und naja, dann brauchten wir einen Medienkonverter. Der hat ewig nicht getan, dann haben wir einen anderen genommen und den ersten Factory resettet und dann ging das irgendwann auch endlich alles. Ja, und dann haben wir auf der Gegenseite die MAC-Adresse von Telekom-Router gesehen. Das war cool. Allerdings die IP-Adresse war nicht drauf konfiguriert von deren Seite. Dann haben wir gescrollt, ha, okay, stimmt eigentlich alles so, gut. Und dann hat irgendjemand rausgefunden, so, hey, in diesem PDF steht ja, man muss das Peering 24 Stunden vorher ankündigen. ja, das hat natürlich keiner gemacht. Donnerstag um 4 ja, genau. Ist dann auch keiner mehr da. Donnerstag um 4 ist es dann aufgefallen. Und genau. Dann ist der Techniker Dienstag wieder da. Genau, dann war die Überlegung, fuck, was tun wir jetzt? Die Session ist nicht um. Wenn wir dort in Ulm anrufen bei der Hotline, so schon die Notfall-Hotline war das, ging dran, sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir standen so, fuck, scheiße. Die Alternativlösung wäre gewesen über die 1 Gigabit mit einem Grey-Tunnel, also hier gibt es noch einen alternativen Uplink mit 1 Gigabit über einen Grey-Tunnel irgendwie und dann haben wir da so Kontakte zu einem AS, was uns irgendwie Gateway of Last Resort gespielt hätte. Aber wir haben dann eine Mail aufgemacht, weil wir nämlich doch noch irgendwo jemanden erreicht, der meinte, schreibt mal eine Mail. Das geht ins Ticketsystem. Und ich so, ah, fuck. Ticketsystem. Und dann 10 Minuten später kam dann der Rückruf mit so, ah, ich bin jetzt auf dem Router drauf, ich konfiguriere euch das mal, warte kurz, da ist jemand anders auf dem Router drauf. Der konfiguriert euch das gerade auch. Und dann hatten wir eben irgendwie innerhalb von 10 Minuten 2 Leute da sitzen, die uns den Scheiß schnell hinkonfiguriert haben und jetzt geht's alles. Ja, also lest die Dokumente wirklich, es lohnt sich. Und so die
der Trick ist, glaube ich, einfach eine Woche vor dem Event einfach die ganze Infrastruktur schon hochbringen, dann funktioniert beim das Event auch. Das war ja auch unser Plan. Ich hatte Klausuren. War der Plan. Das war der Plan, ja. Aber hier auch nochmal an der Stelle vielen Dank an die Deutsche Telekom, die das möglich gemacht hat, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Ja, dass gewisse Hersteller eine blöde CLI haben und dann nicht mal irgendwie Port, VLAN-Tagging auf Ports funktioniert, so richtig, ist irgendwie komisch. Factory Resets tun da sehr gut. Und das letzte ist Möbmans Lieblingspunkt. Ja, also, wenn ihr dann so diesen Router konfiguriert und ihr macht irgendwie SSH ein und dann kommt so eine Meldung, bla, bin SSHD nicht gefunden, dann guckt man in Show Version, dann steht da, das ist die aktuelle Version, aber da steht irgendwas von Export. Ja, die 80er haben angerufen, sie wollten ihre US-Crypto-Export-Release-Policy zurückhaben. Kryptographie ist böse, dürft ihr nicht haben, wir kommen nur die Guten. Dann noch irgendwie über LTE das gute Image runterladen, was dann irgendwie mit SSH kommt und da drauf spielen. Das macht sehr viel Spaß. Wenn schon Leute so im Nacken sitzen und eigentlich das BGP konfigurieren würden mit der Telekom. Ich glaube, wir hätten vielleicht noch jemanden vor 16 Uhr erreicht. Ja, es, Realität ist eine Sache, da kennen wir uns ja alle nicht so gut aus. Und da kommt der Pizzamann her, aber das war's. Ist bei uns nicht anders. Gut, dann sehe ich, da kommt so ein komisches weiß-gelbes Logo. Ja, das, ich sag nichts weiter, Dann fetten Applaus fürs Nock. Ja, ohne das Nock kein POC. Wir haben uns in die Abhängigkeit begeben. Ja, aber zuerst brauchen wir für so cooles Telefon, brauchen natürlich cooles Team. Und ja, das sind zwölf Leute, war schon richtig, habe ich mir richtig gemerkt. Ja, aus Deutschland verteilt, angereist mit Bus, Bahn, Auto, was weiß ich. Und ja, 3379 Kilometer haben wir auf der Uhr, eine Richtung übrigens, eine. Ja, und dazu muss man gleich sagen, dieses Mal, also auf diesem Easter Hack, ist der erste Event, an dem wir ohne Transporter angereist sind, weil wir eben bedingt durch die neue Technik einfach weniger Last haben und wir konnten das auf 5 PKWs verteilen und das war mega entspannt. Dann, ja, Hardware. Unsere Antennen. Die Karte kenne ich. Ja, genau, wir können auch bunte Linien. Genau, hier seht ihr sozusagen mal so ganz grob die Verteilung der Antennen. Wir hatten 18 Antennen hängen, davon waren 2 im Hotel Merkur und 2 Outdoor-Antennen hatten wir draußen. Ja, wenn ihr die Folien dann seht, könnt ihr euch das mal detaillierter angucken. Das war jedenfalls hier mal so ein Setup im Hotel. Genau, das ist quasi unsere neue Hardware. Da muss ich mal eigentlich mal eine weitergehen. Nämlich, genau, das ist die alte Hardware gewesen. So sah das früher aus. Wir mussten quasi das transportieren, das Rack. Das war alles ein bisschen schwerer. Und wir haben uns dann gesagt, okay, gut, ist eine 23 Jahre alte Französin, bisschen übergewichtig. Und wir haben uns von ihr jetzt trennen müssen. Ja, also das ist sie nicht mehr. Genau. Und ja, die ist noch minderjährig. Genau, das ist hier sozusagen unser brandneues Gerät im Rack. Das ist quasi alles, was wir transportieren müssen. Darauf laufen 13 virtuelle Maschinen, 9 Debian, 2 FreeBSD, CentOS und ein Windows 7. Ja, wir benutzen Yate als Telefonanlage, MariaDB und ja, weitere technische Details kommen dann im Nachgang auch noch. Wir wollen mal eine Doku für dem neuen Zeug schreiben, wenn das denn alles funktioniert. Doku ist gut. Genau, so, dann haben wir hier unten noch, ach genau, das ist ja, da hatte ich auf der Folie nämlich hier die 2 OpenWRT-Router im Hotel unterschlagen. Ja, und wir haben auch richtig krassen Scheiß benutzt, wofür man eigentlich hier ja echt gehasst wird, ne? Ja, JavaScript für Stack-Handling, TCL für Token-Claiming, .NET Core wird eingesetzt. Und, ist gerade wirklich alles sehr, sehr...
werde gleich beworfen, ja. Sehr, sehr zusammengestückelt, aber es funktioniert. Wir haben Python für 100% CPU-Last im Einsatz. Das hat sich... ist das das neue Java? es hat sich bewährt, dazu werde ich später noch was sagen. So, aber jetzt tatsächlich Zahlen. 235 Deckt-Mobilteile haben wir hier registriert. Das ist für ein Easter Egg echt sehr viel. 63 SIP-Nebenstellen davon. Und ihr habt richtig viel telefoniert. 14.100 Gespräche hatten wir um 13 Uhr. Ja, und die Verteilung eben auf Deckt, SIP und 320 Mehrwertdienste. ja, das ist tatsächlich im Moment ein bisschen wenig, aber es liegt daran, dass wir die erst im Laufe des Events live bekommen haben und die Masse davon eigentlich erst seit gestern läuft. Und wir hatten einen sehr, sehr geilen Test-Peak. Unter anderem, ihr erinnert euch sicherlich an die hervorragende Durchsage, die man gehört hat. Und da wurde eine Telefonnummer genannt, die 2000. Und ja, daraufhin gab es 91 parallele Anrufe, was ziemlich cool war. Und es hat auch uns echt geholfen, weil wir gesehen haben, es ist einfach nichts passiert, es hat funktioniert. Also das wäre mit der alten Anlage nicht gegangen. Es war allerdings sehr anstrengend. Alles ja, das fühlt uns da ja, wir saßen ja alle zusammen in einem Raum, Pock, Nock, Wock, und das, ja, wir waren, glaube ich, manchmal etwas laut. Agile is fragile. Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen Methodik benutzt, ne, und Inspect und Adapt gemacht, Continuous Integration, Continuous Development, ihr kennt das. Wir haben 133 Commits auf diesem Event. Also mal hier für die Entwickler bitte verhaltenen Applaus. Ja, und genau, ihr seht, das ist sozusagen hier, ich hatte es kurz angesprochen, ganz gut eben angelaufen, die Registrierung der Telefone bis eben hierhin. Und dann war diese 16 Uhr, wo wir gesagt haben, gut, wir schmeißen mal alle, außer Zert und VOG und ein paar Orga-Telefone raus. 34 blieben dann auch übrig und dann stieg das eben so langsam wieder an. Das sieht jetzt hier auf dem Graphen ganz okay aus. Wenn wir uns jetzt mal diesen Graphen angucken, dann... war das nicht ganz so cool, weil jetzt sind wir gerade eben bei dieser ominösen Yate Python Library, die da ein komisches Verhalten an den Tag legt, nämlich wenn mehr als zwei Leute ihren Token eintippen, dann fällt die einfach um. Und und beim Umfallen denkt sie sich, wenn ich schon umfalle, dann mache ich wenigstens Wärme. Und deswegen geht ja auch immer schön CPU auf 100%. Wir haben am Anfang das versucht mit Hardware zu erschlagen, haben einfach mehr Kerne drauf gemacht. Das hat einfach zu noch mehr Stromverbrauch geführt. Und ja, das Ende vom Lied war, dass das eben debuggt wurde. Und es wurde gesagt, gut, wir schreiben das neu. Und ich hatte mir das ja auch irgendwo notiert, genau, mit 30 Zeilen TCL. Ist jetzt sozusagen unsere Anforderung da erstmal umgesetzt. Schauen wir mal, wie lange das quasi beim nächsten Ansturm hält. Genau, was hatten wir noch für coole Sachen gehabt? Genau, wenn man ein Decktelefon ein zweites Mal angemeldet hat, dann ist auch das Profil umgefallen. War auch ein super Bug, den wir bei unserem Vortesten natürlich nicht gefunden haben, weil niemand von uns, der sich damit auskennt, sagt, ja, wenn ein Deck angemeldet ist, warum soll ich es nochmal anmelden? Aber das war gut, dass es eben Leute gibt, die sowas einfach mal probieren, ne? Und dann merkt man, aha. Also das hat uns echt super geholfen. Ja, und beim Löschen von Geräten hatten wir auch noch einen Bug, den wir nicht gefunden hatten beim selber Testen. Wenn man quasi im Guru eine Nebenstelle gelöscht hat, sind auch komische Dinge passiert und das konnten wir auch alles nachvollziehen. Also vielen, vielen Dank an die User, das hat uns echt mega geholfen und das wird auch auf dem Kongress helfen, ein deutlich stabileres System zu haben. So, dann neue Features. Genau, ihr habt es mitbekommen. Man kann sich jetzt endlich selbst registrieren. Wir haben auch natürlich die Auseinandersetzung mit der C3 Engel-Gewerkschaft, dass jetzt sozusagen mehrere Engel dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen. Das tut uns an der Stelle natürlich auch aufrichtig leid. Nein, aber ab Dienstag 22 Uhr hat die C3 Engel-Gewerkschaft ausgemacht, dass die Engel auch Heimarbeit machen dürfen. Sehr gut.
Ja, Hoteldeck, genau, hatte das war auch schon kurz angesprochen. Wir haben den Support von echt mehr Mobilteilen, also von mehr Deckgeräten, also zum Beispiel so komische Panasonic-Geräte, die früher mit der Alcatel nicht funktionierten, funktionieren. Es gehen Fritz-Phones endlich. Auch mit kleinen Einschränkungen, die Rufnummernanzeige geht nicht, aber das vielleicht kriegen wir da mal irgendwie guten Kontakt. Und dafür gibt es tatsächlich ein Siemens-Gerät. Sinus 207 haben wir auch gefunden. Auch da danke an alle User, dass er so viele Geräte mitgebracht hat, die wir testen konnten. Das kann nur angerufen werden, man kann nicht raustelefonieren. Also das war quasi das Einzige, was wir an der Stelle nicht mehr zum Laufen bekommen haben. Ja, mehr Self-Service haben. Man kann jetzt selber im Guru Krypto an ausschalten, um zu testen, ob das Gerät kann oder nicht. Man kann seinen Namen selber ändern im Guru, dann, also der auf dem Display angezeigt wird vom Deck. Wir haben Premium SIP Service. Das klingt jetzt witzig, aber in der Tat war der Hintergrund, das zu machen, ein eigenes Netz für das CERT zum Beispiel, dass wenn wir in dem großen Yate irgendwelchen neuen Kram deployen, der möglicherweise an die Wand fährt, dann können wir den durchtreten, ohne dass quasi so wichtige Netze für das CERT oder für die Orga dann davon betroffen sind. Und ja, amazing time to market, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Stunde gebraucht zum Aufbauen? Also es war, ich meine, klar, das ist natürlich ausgelagert an das NOC, ne? Weil wenn die Infrastruktur nicht steht, dann können wir unsere Antennen auch zwar aufhängen, aber es funktioniert halt nicht. Aber das war wirklich super, wir müssen irgendwie keine Kabel mehr tackern und so, und das ist wirklich sehr entspannt und da kann man eben viel Zeit in Softwareentwicklung reinstecken. Ja, dann natürlich auch, weil viele Leute gefragt haben, also die ersten Ausblick, was wir noch so im Backlog haben. Also Rufnummern, Gruppen, Callgroups, dass man einfach dieselbe anlegen kann. Da muss, dass man nicht mehr zu uns kommen muss, sondern sagt einfach, hier, ich will eine Gruppe, da sind folgende Leute drin. Dann, Deutschland deckt, ist unser Arbeitstitel. So geil. Ja, genau, dass man im Prinzip sowas wie in diesen Hotels, dass man das irgendwie hinbekommt, dass eben auch Hackerspaces oder irgendwie andere wichtige Punkte dann einfach so ein Setup haben, was sie hinstellen können und dann auch in dem Netz erreichbar sind. Anzeige verfügbare Rufnummern, das ist noch so ein Problem beim Registrieren. Man muss immer raten und probieren und dann sagt er halt eben entweder ja geht oder geht nicht. Das wollen wir natürlich auch verbessern, dass man auch vielleicht eine Suchfunktion hat für bestimmte Nummern, die man unbedingt haben möchte. Ja, Wiederverwendung von angemeldeten Geräten auch, dass ihr sozusagen euer Gerät überhaupt nicht mehr registrieren müsst, sondern wenn es einmal in dem Netz war, dann klickt ihr einfach für den nächsten Event eure Nebenstelle und alles wird übernommen. Und wenn ihr auf den Event kommt, dann geht es halt einfach. Das ist das Ziel. Ja. Ja, das hatten wir ja. Genau, irgendwas ist immer. Ja, Bereitstellung, Telefonbuch, LDAP XML und dank Tims hervorragende Idee auch gedruckt. genau, und halt so üblichen verdächtigen Funktionen, die man sonst auch kennt. Anrufbeantworter, Wecker, Babyphone, Einzelverbindungsnachweis. werden wir noch implementieren. Der Mathe-Tester, ja, wir haben gestern gefilmt und er hat nicht funktioniert, weil er noch nicht portiert war auf das neue System. Aber er geht, jetzt geht er. Ja. Wer ihn nicht kennt, anrufen, in die Mathe-Flasche reinpusten und ihr bekommt zurück, wie der Füllstand der Mathe ist. Ja, genau, dann genau der Blick kurz auf die sozialen Medien. Wir werden hier in den nächsten Tagen noch ein Doku-Video veröffentlichen. Ansonsten auch vielen, vielen Dank für die vielen Reaktionen auf Twitter, für die vielen Hinweise und natürlich auch für das Lob. Und ja, vielen, vielen Dank. Und ich gebe alles an. So, dann kommen wir jetzt zum VOG. Wir waren auch hier wieder vertreten. Ich fange gleich mal mit unseren bunten Linien an. Hier sieht man so, wie viele Leute zugeschaut haben. Der Peak war hier am 31. mit so um die 300 Zuschauern. Ihr werdet sicher diesen kleinen Drop hier sehen, wo die Streams ausgefallen sind.
Der Grund ist ganz lustig, und zwar haben wir uns gedacht, wir könnten ja mal die Pixelflut streamen. Das hat, wir wissen nicht genau, woran es lag. Irgendjemand hat zwischendurch mal unsere Streaming-URL drauf gemacht und kurz danach hatten wir laut 50 auf dem Server und Routes vollgelaufen. Wir wissen nicht ganz genau, warum das dann alles abgestürzt ist, aber auf jeden Fall haben wir es dann gelassen mit der Pixelflut und haben das über einen anderen Server gestreamt. Bei anderen Streams außer Sälen kann man auch den Textilausgabestream erwähnen. Und zum 1. April noch den Raum Siebold in unser Programm aufgenommen und haben die Textilausgabe gestreamt und live hier. Es hat auch um die 8 Zuschauer hier im Saal sehr gefreut und sie konnten sich. Und ich glaube, so um die 30 Zuschauer von extern haben das sich angeguckt. So, einige Besonderheiten hier auf dem Event ist, dass wir nur die Master-MP4-Dateien hier lokal encodiert haben und alles weitere in der Cloud auf unserem Blade Center gerechnet haben. No, es ist eine private, unser eigenes Blade Center und das trägt nochmal dazu bei, dass wir deutlich schneller releasen können und auch deutlich schneller abbauen können hier. Wir müssen nämlich nicht auf alle Releases warten, sondern machen einfach nur das MP4 hier und der Rest passiert dann, ohne dass hier noch Hardware steht. Wir hatten noch ein paar Casualties, und zwar hat ein Speaker mutwillig eine der Winkelkatzen zerstört, die dann operativ wiederhergestellt werden musste. Falls jemand diesen Speaker gesehen hat, wir sind mit einem Hinweise. Ja, vielen Dank an die Videoengel, die geholfen haben, und falls ihr noch Fragen habt, ich denke mal, wir können noch ein bisschen Fragestunde jetzt machen. Jo. Ja. Ja, so bevor wir die Fragestunde einsteigen, hätte ich gesagt nochmal einen großen Applaus für alle Teams. Ohne die ist das hier alles nicht so einfach und hübsch und flauschig möglich. Und ich muss sagen, die Teams arbeiten einfach selbstständig und wir von der Orga kamen dann nur irgendwie so, geht, bekommen. Super. Gibt es Fragen? Da hinten, Backblu. Ja, für das POC ist die Gesprächsqualität über das Deck-Netzwerk jetzt auch besser, weil auf dem Kongress war mir so oft mal passiert, dass die Gesprächsqualität ja sehr hackelig war, dass ich mal besser mein Mobil aus die Hosentasche nehmen könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber auf dem Kongress war das nochmal ein besonderer Fall. Neues Gebäude und wir hatten echt große Zugangsprobleme, deswegen konnten wir gar nicht so viele Antennen hängen, wie wir eigentlich gern wollten. Und zusätzlich in der Glaswurst war ja dann auch so super Reflexion und durch diese Glasscheiben. Ja, also in der Tat, das ist deutlich, deutlich besser, aber es liegt natürlich auch immer am Umfeld und den Umweltbedingungen. Aber auf jeden Fall können wir natürlich jetzt einfacher an kritischen Stellen eine Antenne hinhängen, weil Ethernet ist ja potenziell eher mal verfügbar als jetzt irgendeine Dose, die man möglicherweise erst patchen muss durch 3-4 Räume, wo man 2 Hallenmeister erstmal irgendwie anfragen muss. Ah, das hört sich ja gut an. Danke. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden schneller war. Ja, nein. Der Lehrer, den kenne ich persönlich, der wartet. Nein, jetzt. Ist bekannt, wie viele von den Telefonaten über die Feldtelefone gegangen sind? Also das Feldtelefon-Team ist gerade nicht hier. Nee, das hing ja auch mit an dem Decksystem dran. Ist da eine Aufschlüsselung bekannt? Oder nee, so zählt es einfach mit ins SIP rein? So viel Logging haben wir nicht. Nee. Ah, schade. Muss man auch so einen Counter nochmal rein. Ja, frag doch mal die Feldtelefon-Leute. Also die sind wahrscheinlich noch da. Ja. Stimmt, ja. Sascha sagt, Strichliste, gute Idee, ja. Operator. Leider. Auch eine Frage ans Pock. Kann das neue System jetzt dann mit Unicodes im Namen umgehen? Oder schmiert es noch immer ab? Ja, es wird. Oder es kann, ja. Ja.
Ist da hinten noch eine Frage? Ah, hier drüben? Reicht mal durch. Mal von Nock zu Pock, kommt ihr auf die GPN, dass wir noch ein bisschen spielen können? Also Kongressvorbereitung? Wir dürfen leider nicht. Ja. Oh. Oh. Da muss man doch was machen können. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Aber da kommen ja viele Leute vom Mypok her, ne? Und die, also die brauchen uns einfach nicht. Das, Oh. Die Pock-Gewerkschaft. Ja, eigentlich ist die Zeit um. Gibt es noch irgendwie konkrete Fragen? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in, ich glaube, 15 Minuten wieder zum Abschluss, zur Abschlussveranstaltung da wärt. Gibt es eine Traffic-Aufschlüsselung 5 GHz, 2,4 GHz bis beim WLAN? Könnte ich theoretisch noch irgendwie hinbauen. Ich habe die Daten ja noch. Kommst du gleich einfach mal vorbei, ich stoß das mal an. Reichen wir und nach. Noch und eine Frage, wie viele fremde Access Points gab's? Ich habe 101, warte, kann ich direkt nachschauen, da habe ich Statistiken. Das Haus war ja so frei und hat gleich mal ihr WLAN hier deaktiviert. Das war auch ganz gut, weil die Access Points hängen echt mies. Aber ich muss an der Stelle auch schon mal sagen, vielen Dank an das Haus. Die kamen uns sehr entgegen und die Haustechniker sind echt die ganze Zeit mit uns rumgerannt, um Patches zu ziehen und alles möglich zu machen, das auch am Ende dann irgendwie deckt und WLAN draußen auch auf den Parkplätzen waren. Und also die Haustechnik hier, großes Lob. Ich sehe zum aktuellen Zeitpunkt 127 verschiedene Fremd-WLANs. Also da muss man dazu sagen, das sind wirklich MAC-Adressen. Also das ist, wenn jemand sein Handy einmal kurz irgendwie einen WLAN-Hotspot angemacht hat, dann zählt er das und alles in der Umgebung von irgendwelchen Wohnhäusern und sowas. Also das zählt alles rein. Ich kann noch Werbung dafür machen, das NOC hat noch Engelschichten für den Abbau offen und wir brauchen wirklich Hilfe. Weil wir haben sehr viel an Kram, Equipment, das sortiert werden muss und wir sind nicht ganz so viele. Und wir sind nicht so groß wie das POC. Wir helfen euch. Ja, dann bis gleich.